Nicht bewegen. Das wird wieder. Gesichtet. Meine Stellung ist in Gefahr. Ausgeschaltet. Negativschaden. Thank you.
Würfeln die Aliens also zum Zeitvertreib? Immerhin spielen sie keine Computerspiele. Ziel erfasst. Version des Sektoids aus. Aber nur beinahe. Was ist das für eine Energie? Wir sollten vorsichtig sein. Denken Sie daran, was bei unserer letzten Begegnung mit diesem Alien passiert ist. Den Soldaten gewonnen. All unsere bisherigen Fortschritte wären nutzlos angesichts einer solchen Fähigkeit. Hab ihn weggefegt. Feind in Sicht. Feind ausgeschaltet. Hier geht's gut. Feind ausgeschaltet. Wenn sie nicht trifft, fallen sie auch nicht um.
verfehlt. Hab sie. Anscheinend wendet sich das Blatt endlich zu unseren Gunsten. Mit diesem Gerät haben wir ihnen eines ihrer letzten Geheimnisse entrissen. Wir müssen so schnell wie möglich mit den Untersuchungen beginnen. Jetzt, wo wir ihnen dieses Gerät abgenommen haben, sollten wir uns auf eine aggressivere Vorgehensweise der Aliens einstellen. Ich bezweifle, dass sie über diesen Verlust begeistert sind. Central, hier Big Sky. Der Tank ist voll und die Kinder sind angeschnallt. Over. Verstanden, Voodoo 3-1. Wir sehen uns. Central out. Alles in Ordnung, Doktor? Finden Sie nicht, für eine Siegesfeier ist es noch ein bisschen zu früh? Wir haben gerade deren Befehlszentrale neutralisiert. Auf dem ganzen System gibt es keinen weiteren Alarm. Und wir haben ihren Anführer erwischt. In meinen Augen ist das ein Sieg, Doktor. Ich bin froh, dass ich nicht die Einzige bin, die versteht, dass dieser Krieg noch nicht zu Ende ist. Die Existenz dieses Artefakts, von dem wir annehmen, dass es sich um ein Kommunikationsmittel handelt, wirft die Frage auf, ob der Sektoid-Anführer der Kommandant der Aliens war und mit wem oder was er kommuniziert hat. Ich glaube, dass es sich tatsächlich um dieselbe Kreatur wie bei unserer ersten Alien-Begegnung handelt. Wie wir beobachtet haben, ist es irgendwie in der Lage, seine Gedanken als Waffe einzusetzen. Wenn wir das Hirngewebe dieser Kreatur untersuchen, können wir diese Fähigkeit vielleicht auch für unsere Zwecke nutzen. Bleiben in Kontakt, Commander. Ich habe Schwierigkeiten zu verstehen, wie eine so hochentwickelte Spezies so wenig Mitgefühl für andere fühlende Lebewesen haben kann. Es widerspricht all meinen Vorstellungen. Die Technologie ist vorhanden, aber mit ihr eine Gefühlskälte, die wir nie erwartet hätten. Was hat sie so werden lassen?
Letzter Kontakt war ein Fehlalarm. Wahrscheinlich nur ein weiterer betrunkener Pilot, der auf einem Langstreckenflug eingeschlafen ist. Es wird spannend da draußen. Wir verfolgen mehrere nicht identifizierte Ziele. Aus können Sie unsere Abfangjäger zu verschiedenen Basen in der ganzen Welt schicken. Jedoch erst, wenn Satellitenabdeckung für die entsprechende Region besteht. Durch die Stationierung unserer Flotte auf verschiedenen Kontinenten erhöht sich die Chance, UFO-Kontakte in diesen Gebieten abzufangen.
Es ist unmöglich, dass die Aliens dies vorhersehen konnten. Wir haben ihr gesamtes Nachschubnetzwerk zerstört. Damit ist es natürlich nicht vorbei. Wir müssen weitermachen. Wir müssen ihre restlichen Schiffe finden und beenden, was sie angefangen haben.